Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche hier aus der Wiener Urania, dem traditionellen Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute eine ganz faszinierende junge Musikerin, Künstlerin bei mir, die in den letzten Wochen und Monaten große mediale Auftritte hinter sich gebracht hat und die mit Bravour hinter sich gebracht hat. Begrüßen Sie mit mir ganz, ganz herzlich Ina Regen. Danke herzlich für die willkommen. Einladung, hallo. Sehr, sehr gerne. Liebe Ina Regen, danke, danke fürs Kommen. Sie sind im Moment in aller Munde, wenn man so sagen kann. Starmania, die Jurorin ja. Oder im Team sozusagen dieser Sendung. Wie geht es Ihnen dabei? Es ist schon eine sehr neue, intensive Erfahrung. Also ich habe mich darauf vorbereitet, natürlich einerseits mit meiner Kompetenz, ja. Zum anderen auch persönlich. War es mir irgendwie klar, dass das ein nächster Schritt in eine nächstgrößere Öffentlichkeit ist. Jetzt bin ich so mitten drunter in diesem Strudel und es hat sehr viel Schönes, es hat auch sehr viel Strapaziöses, wie immer so ein Leben in der Öffentlichkeit wird. Ja. Aber ich glaube, also fürs große Bilanzziehen ist es noch ein bisschen zu früh, weil wir haben ja noch 4 Sendungen bis zum Finale. Aber grundsätzlich freue ich mich, dass ich ein Teil davon sein kann, dass große Talente, von denen Österreich ganz offensichtlich sehr viele hat, wieder diese mediale Aufmerksamkeit kriegen und auch diese Plattform und diese Bühne. Und von Bühnen gibt es ja im Moment eh recht wenig und insofern ist es schön, da zumindest eine Art von Unterstützung oder Begleitung sein zu können. Wenn ich mir Ihre Biografie so anschaue, dann glaube ich, dass Sie dort sicherlich großen Wert auf Qualität legen. Sie haben die Musikuniversität absolviert in Linz, also die Bruckner Universität, haben, glaube ich, für Jazz, bei Jazz war sozusagen eines der Hauptthemen. Genau, also mein Studienfach hat geheißen Jazz und Popularmusik und mein Instrument war die Stimme und ich bin quasi ausgebildete Gesangspädagogin und dann auch 10 Jahre im oberösterreichischen Landesmusikschulwerk, das eigentlich europaweit oder in Wahrheit international weltweit führend ist. Auch in dieser Flächendeckung und in diesem breiten Angebot an Instrumentenfächern. Habe dort fast 10 Jahre unterrichtet und nebenbei oder parallel dazu eben auch sehr viel Bühnenerfahrung in unterschiedlichsten Rollenzuschreibungen gemacht. Ja. Und ich glaube schon, dass ich da ein sehr, wie soll ich sagen, realistischen Einblick zum einen habe in wie funktioniert das Business, was ist die Anforderung an einen Menschen und die Anforderung geht, und das kann man sich vielleicht in der Bevölkerung manchmal schwerer vorstellen, eben über das pure Talent hinaus. Und das alles versuchen einzuschätzen oder einzuordnen, das sehe ich als meine Aufgabe. Letztlich entscheidet es dann natürlich eh das Publikum und die Bevölkerung, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, für welche Künstlerin, welchen Künstler kaufe ich Konzertkarten, wenn man dann wieder darf, oder gehe auf Online-Konzerte oder kaufe CDs, höre Radio, wen kann ich feiern in meinem Leben und von wem fühle ich mich bedroht oder gelangweilt. Das entscheidet dann eh das Publikum. Und Sie sind vor ungefähr 4 Jahren sozusagen, wenn man so irgendwie in die Szene sozusagen aktiv eingetreten, aber mit einer wirklich profunden Ausbildung. Und da hat, wenn ich mir die Biografie anschaue, die Conchita eine wichtige Rolle gespielt. Das ist richtig. Ja. Also Conchita und mich verbindet mittlerweile eine fast 10-jährige Freundschaft. Begonnen hat es 2012, als Conchita sich in Österreich für den Song Contest Vorausscheid beworben hat und eine Background-Sängerin gebraucht hat. Und da wurde ich zum Glück engagiert. Und uns hat von Sekunde Null weg, kann man sagen, eine ganz große Sympathie und eine große Faszination füreinander betroffen. Ja. Und somit konnte ich ihren Weg auch unterstützen. Also ich war zwar nicht, und das ist immer so ein Mythos, ich war nicht mit ihr beim Song Contest, also mit diesem Sieg habe ich überhaupt nichts zu tun, leider. Naja, vielleicht inspirieren. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich war dann danach mit ihr auf Tour in Österreich. Oder eigentlich so im deutschsprachigen Raum und habe halt mit ihr live viel Musik gemacht. Und irgendwann eben im ominösen Sommer 2017 habe ich ihr bereits erzählt, dass ich selber Musik schreibe und dass ich eben bereits mit dem Gedanken liebäugle, das auch zu veröffentlichen unter dem Namen Ina Regen. Und dann sagt der Tom eben zu mir nach dem Konzert beim Glaserl Wein: Hörst Ina, wir müssen einmal was gemeinsam machen. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, dass wir Hörst das nicht miteinander covern. Und das war dann eben, also wir Kind. Das von Hubert von Gäusern.
Genau, genau. Ja. Und meine Debütsingle Wir Kind ist dann Mitte November erschienen und kurze Zeit später dann auch schon das Duett und somit war irgendwie über Nacht hat mein Leben dann den ein oder anderen Purzelbaum gemacht. Ja, genau. Das ist so quasi eine oberösterreich-steirische Verbindung, die da, entstanden ist. Ja, wobei gebürtig ist die Conchita ja auch Oberösterreicherin. Aha. Also die ersten Lebensjahre, soweit ich das in Erinnerung habe, in Ebensee aufgewachsen. Naja, das ist ja auch im Salzkammergut, das ist ja fast schon... Ja, Menschen haben wir überall. Natürlich, natürlich, das ist das ganz, ganz Wichtige. Sie haben ja immer auch versucht, sozusagen auch ein bisschen eine soziale Botschaft im kulturellen Wirken mitzutransportieren, für Frauenrechte eingetreten, richtig. Für Kinder, gegen Armut. Ja, richtig, genau. Also ich bin mir meiner Öffentlichkeit immer bewusster geworden. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich heute eben keine 16, 17 mehr war, als ich in dieses Rampenlicht getreten bin, sondern eben schon eine gestandene Frau, wie man so schön sagt, mit Anfang 30 doch. Und vielleicht habe ich auch Positionen für mich eingenommen, von denen ich das Gefühl habe, die kommen in der Öffentlichkeit im Moment, auch im Diskurs, vielleicht etwas zu kurz oder manche Bewegungen bräuchten vielleicht ein bisschen mehr Rückenwind, den sie von der Politik vielleicht noch nicht bekommen. Also ich habe so das Gefühl, wie soll ich sagen, Haltung und Menschlichkeit stehen im Moment nicht so groß im Kurs. Mhm. Und nachdem das aber etwas ist, mit dem ich zum einen aufgewachsen bin, zu dem ich auch erzogen wurde und zu dem ich mich ja selber immer wieder erziehe und in die Größe ziehe, ist das, glaube ich, etwas, das ich irgendwie mit in meiner DNA und dementsprechend auch in meiner Musik Ich glaube, das sollte uns auch verbinden über alle politischen, weltanschaulichen Grenzen hinweg, dass man für Humanität, für Toleranz, für gutes soziales Miteinander eintritt. Ganz genau, voll. Also dieses, dass wir uns immer mehr in der Mitte treffen, ist, glaube ich, etwas, das mir jetzt gerade so ganz ein inneres Anliegen ist, weil ich auch so das Gefühl habe, egal welches Thema man sich anschaut und es gibt zurzeit ist mein Eindruck sehr viele Reizthemen, wohl auch deswegen, weil wir eh schon so ein bisschen erschöpft und überspannt sind und ein großes Mitgefühl für jede individuelle Lebenssituation. Aber ich glaube, es ist jetzt gerade, man macht es sich zu leicht, wenn man dann sich im Streit erschöpft. Ja, ja. Und es wäre irgendwie schöner, wenn man sie immer wieder die Hand ausstreckt und sich versucht, in der Mitte der Positionen zu treffen und zu sagen, gehen wir es miteinander an. Aber da können ja Künstlerinnen und Künstler viel Gutes tun. Ja. Das ist der Versuch. Also ich versuche in meiner Musik, die ausschließlich autobiografisch ist, also ich schreibe meine Musik selbst mit ausgewählten Künstlern, allen voran meinem Produzenten Florian Kosciuccaro. Aber ich suche halt eben, was ist es, was mich selber interessiert, was für ein Mensch bin ich eigentlich? Und ich gehe da gerade in den kreativen Schaffensprozessen auch mit mir in meiner persönlichen Betrachtung zum Teil sehr hart oder gnadenlos ins Gericht und gebe aber auch zu, was für ein Mensch ich bin, welche Verletzungen ich habe, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, das ist eben dieses Verletzlichkeit zeigen, Menschlichkeit zeigen, das muss man immer wieder üben. Sie haben ja einmal ein sehr ernstes Thema sozusagen in ihr Werk eingebaut, den Tod eines Freundes. Genau, also auf meinem jetzt aktuellen Album, das Album heißt Rot und der Song heißt Macarena. Und überraschenderweise, und das war eben die Kreativität, ist ja manchmal wirklich eine große Wundertüte und man weiß nie so genau, was man kriegt, wenn man sich zu einem Klavier sitzt und überlegt, worüber man so singen mag. Oder man überlegt gar nicht, sondern die Musik beschließt das für einen mit. Und das war eben ziemlich genau vor einem Jahr, schon in der Mitte des ersten Lockdowns. Und da waren natürlich, wie für jeden wahrscheinlich viele, auch emotionale Wiederbegegnungen mit Geschichten, Erfahrungen, Traumata und eine davon war eben, dass sie einen sehr nahestehenden Freund an den Suizid verloren habe, dass der leider in seinem Teenageralter so stark mit Depressionen zu kämpfen hatte und damals nicht drüber geredet hat, also auch wir als seine nahestehendsten Freunde haben das leider viel zu wenig einschätzen können, wie es ihm wirklich geht. Bis wir dann eben diese schreckliche Nachricht bekommen haben. Und ich glaube, ohne dass ich es wusste, aber das scheint mich doch 20 Jahre später immer noch zu beschäftigen. Und die Idee oder der Wunsch hinter dem Song ist halt auch zum einen mentale Gesundheit in eine größere Gesprächsrunde zu bringen und das zu enttabuisieren, auch Suizid im Gespräch zu enttabuisieren, auch weil ich so das Gefühl habe, die Menschen, die dann so einen Todesfall betrauern, haben eigentlich in der Öffentlichkeit keinen Platz, weil das so ein Stigma ist. Und
ja, auch da wieder, ich glaube, dass wir uns mit aller Offenheit, Ehrlichkeit und auch Fehlbarkeit an einen Tisch setzen müssen und sagen und versuchen müssen, aneinander bessere Menschen zu werden. Ich habe vor kurzer Zeit einen führenden Psychiater hier an Ihrer Stelle sitzen gehabt, ja, den Professor Musalek, der gesagt hat, man muss immer schauen, dass es einen Ausweg gibt. Und es gibt auch einen Ausweg. Und Richtig. Daher muss man an dieser Stelle sagen, ja, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt so viele Beratungseinrichtungen. Ja. Es gibt das Krisentelefon, es gibt den psychosozialen Dienst. 24 ja, Stunden, 7 Tage, 365 Tage. Man soll sich nicht scheuen, dort anzurufen, wenn es einem schlecht geht. Ganz und, genau. Also das, die Botschaft ja, ist so individuell überwältigend und schwierig, sich dieses Problem oder dieses finstere Tal, in dem man sich da befindet, ja, auch anfühlt, aber die Botschaft ist, du bist damit nicht alleine. Es gibt Menschen, die waren am gleichen Ort wie du, ja, und denen wurde geholfen. Ja. Und ja, wir haben, es ist noch viel zu wenig, was wir tun können, aber wir können etwas tun und es gibt Hoffnung und es gibt Hilfe, auch medizinische ja, Hilfe. Ja. Und ja, also unbedingt, das ist, also auch dieses Lied möchte ein Licht ins Fenster stellen für diese Menschen und sagen, wir sind für dich da. Ich finde es sehr beeindruckend, dass Sie diese Emotionen da einbauen. Sie sind ja jemand, der gern diskutiert. Ja, ja. Die Frau Mama, glaube ich, hat irgendwo in einem Interview mal gesagt, man kann in der Früh anfangen und hört am Abend dann das irgendwie ist auf. Ja. Das bei ist Kaiserschmarrn richtig. Und Kaffee habe ich gelesen. Ja, genau. Ja. Also ich bin, ja, was man so ja, sagt, umgangssprachlich, ja, schaue sowas wie ein Kaffeeschlädern. Ja. Und ja, ich denke gerne übers ja, Leben nach, ja, genauso gern wie ich exzessiv oder intensiv lebe, ja, mag ich dann auch wissen, was das eigentlich ist. Also ich habe eine große Faszination fürs Leben, habe natürlich immer nur meinen eigenen Eindruck. Ja. Und um da ja, einen größeren Horizont ja, zu kriegen, diskutiere und debattiere ich sehr gerne, auch wenn ich das in Wahrheit erst ein bisschen lernen ja, habe ja, müssen, ja, weil mir schon auch bewusst ist, und damit mache ich meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf, aber ich mache der Gesellschaft ein bisschen einen Vorwurf, dass es schon für Frauen scheinbar immer noch ungewöhnlich ist, in einem Gespräch einen größeren Platz einzunehmen, eine Meinung zu vertreten, dass die Argumente, die aus einem Frauenmund kommen, genauso ernst genommen werden wie aus einem männlich gelesenen Mund. Und auch das merke ich ja jetzt, wo ich in dieser Öffentlichkeit stehe, wie viel vorgefertigte, zum Teil auch hasserfüllte Reaktionen das auslöst. Und da denke ich mir da, okay, da ist es vielleicht auch an der Zeit, immer mehr zu sagen, wir sind alle Menschen, egal wie wir außen verpackt sind. Die einen haben Absolut. Eine weiße Haut, die andere Absolut. Haben eine dunklere Haut. Ja. Welche Ethnie, welche ja, sexuelle Orientierung. Liebe ist Liebe und Mensch ist Mensch. Und ich glaube, das ist so die Botschaft, Völlig. Für die ich mich Völlig immer richtig. Wieder stark ja, mache, auch wenn es manchmal ja, anstrengend ist. Ja. Das verbindet uns sehr. Das ist auch sozusagen, wenn man in der Politik tätig ist, muss man sich auch gut überlegen, warum man das tut. Richtig. Aber es muss auch diesen inneren Antrieb geben, sozusagen genau. In diese Richtung zu gehen. Ja. Jetzt verraten Sie mal, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben das Album Rot jetzt herausgebracht, 21. Ja. Ja. Wie kommt man sozusagen auf die Ideen? Ja, ja. Also Sie müssen mir das jetzt nicht im Detail verraten, aber wie entwickelt man Ideen? Ja? Das ist ein großes Mysterium ja, immer wieder ja, und ich glaube, die Kunst ist, dass man zulässt, dass es für jedes Lied und für jede Idee wieder neu sein darf. Mhm. Jede Idee vermittelt sich anders und fängt anders an. Mhm. Also eben zum Beispiel, weil wir vorher von Macarena gesprochen haben, wir haben eigentlich an einem ganz anderen Lied gearbeitet, das war eigentlich ein Happy Tanz. Song und ja, so ja, hatte eigentlich die Botschaft von ja, sei einfach ja, wie du bist, ja, scheiß da nichts. Ja, so. Genau. Und irgendwann ja, sage ich, und wenn du willst, dann tanzt halt Macarena ja, mitten auf ja, der Straße. Ja. Und irgendwie sind wir so über dieses Macarena-Wort gestolpert ja, ja, und daraus hat sich ja, dann diese Titelzeile aus dem Song im Refrain entwickelt. Und irgendwann ist es auf einmal so innerhalb weniger Augenblicke, plötzlich hat man gespürt, das wird aber gerade eine Ballade, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja. Und ich glaube, die Kreativität oder die Kunst ist halt dann, diesen Impulsen zu vertrauen und zu sagen, wow, das spürt sich aber gerade schön an, da steckt ja, nur ja, mehr dahinter, ja, ja, da fängt ja, irgendwie, da kommunizieren auch, und das klingt ein bisschen esoterisch, aber da kommunizieren auch die Fasern und die Zellen miteinander und sagen, oh, da wäre ich aber gerade neugierig. Das ist mehr so ein Bauchgefühl, dem man ja, immer mehr vertrauen muss. Ja. Das ist das eine, also zum Thema Ideen. Und dann, und das ist mir auch ganz wichtig, und davon rede ich auch in meinem ja, Podcast momentan sehr eingängig ja, und in vielen Folgen, dann ist es auch Handwerk. Also zu wissen, wie
funktioniert ein Refrain? Was ist eine Melodie, die irgendwie im Ohr bleibt, die man immer wieder singen mag? Wie ist die emotionale Entwicklung in einem Song? Nicht nur in der Komposition, sondern auch wie arrangiert man das, wie singt man das, wie viel Tiefe oder wie viel Verletzlichkeit, wo ist es? Eine Plattitüde, ein Satz, den man schon 4 Milliarden Mal gehört hat. Mhm. Und wo ist es tatsächlich eine neue Wahrheit, die es jetzt gilt, in die Welt zu tragen? Und da gehört viel Fingerspitzengefühl, viel Zeit und viel Hingabe dazu. Und da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen so das Umfeld organisieren. Ne? Es gibt die einen, dann haben die Inspirationen beim Laufen, die anderen waren es entlang von einem Bachgängern. Ja. Ich zum Beispiel tue gern wandern, da kommen dort die Ideen. Ja. Ja. Bei mir kommen sie unter der Duschen. Ach, dann, wunderbar. Es gibt, ganz absurd. Es gibt grandiose Tenöre, die sozusagen das hohe C unter der Dusche geschafft haben. So ist es, also, richtig. Und ich glaube, diese Offenheit ist es eigentlich, die ein kreatives Leben ausmacht. Dass man tatsächlich hinter jedem Augenblick eine Geschichte und hinter jeder Erfahrung etwas Gemeinsames erkennen kann. Mhm. Und dass man das auch wertschätzt, eigentlich jeden Moment zu nehmen und zu sagen, das ist ein Kunstwerk. Ja. Lieblingsinstrument ist Klavier. Ja. Also die Liebe zu den Tasten hat schon als Dreijährige am Küchentisch begonnen, wo ich meiner Mama gesagt habe, ich würde gerne Akkordeon lernen. Ja. Weil sie haben, also meine Großeltern haben ein Gasthaus gehabt und das habe ich mir so schön vorgestellt als kleines Kind, dass ich dann sitze am Wirtshaustisch und spüre ein bisschen. Leider, als ich dann, ich habe das Akkordeon dann gelernt in der Musikschule, aber dieses Instrument hat nicht auf die Art zu mir gesprochen. Wir haben nicht so eine Verbindung entwickelt wie das Klavier und das ich. Und irgendwann, und ich hätte mir aber eigentlich, also mein primär Hauptausdrucksmittel war immer die Stimme. Und ich hätte mir eigentlich auch niemals gedacht, dass ich Pianistin bin auf einer Bühne. Ja. Ich fühle mich ja immer noch nicht als Pianistin, aber eben, und da sind wir wieder beim Team und bei den Menschen rundherum, die man braucht, um an der eigenen Vision zu arbeiten. Mein Produzent hat dann gesagt, du spielst super Klavier, natürlich spielst du auch auf der Bühne. Und ich war so viel zu zaghaft und zu zögerlich und das war richtig gut von ihm, dass er mich da so ein bisschen angeschubst hat. Sie sind ja eine Kollegin, Sie haben einen tollen, also Kollegin in dem Format, das wir da machen, Sie haben einen tollen Podcast, Rotwein Blausch. Ja, und wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Tolle Gespräche mit einem, glaube ich, mit einem Lehrer, jedes zweite über Fragen der Philosophie, der Theologie des Lebens. Ganz genau. Ja. Also mehrere Etappen auf diese Antwort. Ja. Also genau, der Podcast heißt Rotweinplausch. Den gibt es nur zu hören, also nicht so wie hier zu sehen. Ja, und alle 2 Wochen teile ich mir den Wohnzimmertisch mit meinem Philosophielehrer. Ja. Das ist Dr. Martin Mucher, der hat Geschichte, Theologie und Philosophie studiert. Ja. Und uns verbindet schon seit ein paar Jahren eine enge, zuerst Arbeits- und mittlerweile ganz normale Freundschaft. Weil ich, als ich angefangen habe, Texte zu schreiben, mir Unterstützung gesucht habe, eben um das Handwerk zu lernen, und da hat er mich unterstützt. Und dann ist es immer mehr zu so einem Lebensfragen, übers Leben nachdenken reden geworden. Und gerade dann letztes Jahr, als die Pandemie uns so richtig eine mitgegeben hat, habe ich gemerkt, dass mir diese Art von Gespräche auch mit anderen, wie ich vorher schon gesagt habe, mit anderen Menschen übers Leben nachdenken oder mich übers Leben freuen, dass mir diese Verbindung total zu fehlen begonnen hat. Und dann habe ich die zunächst über Instagram mit meinen Fans gesucht, diese Verbindung, und habe den Rotweinplausch jeden Montag auf Instagram live gemacht für eine Stunde. Ja. Und das ist aber dann recht schnell ausgeartet, möchte ich sagen, dass die Fans, die dazugeschaut haben, da waren wir oft mehrere hunderte Menschen, dass die so große Lebensfragen an mich gestellt haben. So was wie, was ist der Sinn des Lebens? Wie kann man Hoffnung finden? Wofür brauchen wir den Glauben? Etc. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich da nicht kompetent. Also ich habe meine eigenen Antworten gefunden und schmeiße immer wieder über Bord und finde neue. Aber so den großen Gesamtüberblick habe ich leider nicht zur Verfügung und habe mir dann gedacht, aber Moment, ich kenne jemanden, der sie möglicherweise haben könnte. Ja. Und daraus hat sie dann die Idee für den Podcast entwickelt und der hat dann also 2020 im November gestartet und wir sehen uns eben wöchentlich, jeden Montag erscheint ein weiteres Gespräch. Und jetzt gerade bespreche ich eben mit meinem Produzenten auch die Themen und die Songs aus meinem aktuellen Album Rot und geben so auch immer ein bisschen einen Einblick in, was sind die Botschaften, aber auch, wie ist der kreative Prozess, was können sich vielleicht die junge
Singer-Songwriter mitnehmen oder sich inspirieren lassen. Also ja, ich rede halt über das, was mich interessiert. Das ist ja auch eine Quelle der Inspiration, oder? Ja, also ja, Gespräche, ja, finde ich, sind sowieso die größte Inspirationsquelle. Ja. Oder halt in Wahrheit sage ich immer Menschen. Menschen sind die, das größte Wunder, das größte Mysterium und die größte Inspiration. Aber man sieht ja, wenn Sie sagen, welche Erwartungshaltungen oder welche Rückmeldungen da kommen, dann sieht man ja, was die Menschen im Moment wirklich bewegt. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wie geht es Ihnen bzw. Ihren Kolleginnen und Kollegen in der jetzigen Situation in dieser Corona-Pandemie? Künstlerinnen und Künstler sind ja ganz besonders betroffen, aber nicht nur Künstler, sondern alle, die in dem Kunst- und Kulturbetrieb sozusagen mit von der Partie sind, vom Beleuchtern. Ganz genau, also wir sind, was wahrscheinlich in der Öffentlichkeit auch zu wenig ankommt, aber wir sind eigentlich ein sehr großes Wirtschaftssegment, also generell die ganze Eventbranche, und da reden wir von Hochzeiten organisieren, durchführen, über große Messen, über eben Konzertbetriebe, wie es bei mir ist, oder kleinere Bands, die eben, weiß ich nicht, vom Zeltfest über das Dorffest, alles das. Und das ist ein großer Wirtschaftszweig. Und ich glaube, das vermissen wir. Einerseits ist es die Wertschätzung, die im letzten Jahr so stark wankelmütig war. Das merke ich dann bei mir selber, wenn es irgendwie darum geht, Botschaften zu vermitteln, dann werden wir gerne zu Charities eingeladen. Und wenn es dann darum geht, unsere Existenz zu sichern oder uns Zukunftsperspektiven zu geben, dann werden wir sehr lange als nicht, wie soll man sagen, systemrelevant zurückgestuft. Und das ist, glaube ich, aber eben ein Eindruck, den die Bevölkerung nicht zwingend teilt. Also ich sehe natürlich, dass jede Krankenpflegerin oder das medizinische Personal, dass das die Helden unserer Zeit sind, und da will ich mich überhaupt nicht, also da stimme ich ganz hinten an. Aber ich glaube schon auch, gerade wenn ich mir jetzt so die Befindlichkeiten und die Empfindlichkeiten der Menschen anschaue, dass die Seelen der Menschen wirklich sehr aufgekratzt sind, dass wir alle ganz dünnhäutig geworden sind, dass die Menschen sehr viel wütender und erschöpfter geworden sind. Wir haben nicht mehr die Energie für Empathie. Und meine Erklärung dafür ist, dass wir eben jetzt seit einem Jahr auch nicht mehr die Möglichkeit haben, uns bei einem Konzert berühren zu lassen, uns in anderen Menschen wiederzufinden, uns auch mal kurz zu vergessen, uns und unsere Sorgen. Wir sind so in einem Dauertrott und wir haben kaum noch, und Kultur ist, egal ob es jetzt Theater ist oder Musik oder was auch immer es sei, Kultur ist so ein Begegnungsort mit sich selbst. Und Kunst vermittelt oder übernimmt die Kommunikation für die Menschen, die vielleicht noch nicht dieses Werkzeug für sich gefunden haben. Und darauf müssen die Menschen schon viel zu lange verzichten. Und ich glaube, diese Diskrepanz spürt man. Und ich würde mir halt wünschen, dass es so langsam dafür auch eine Perspektive gibt. Ich glaube, wir sind mittlerweile, was die Teststrategien angeht, so gut, dass man, so wie es bei Friseurbesuchen war oder bei vielen anderen Dingen, ich glaube, dass man den Menschen diese Freiheiten langsam gesichert, das ist mir ganz wichtig, aber doch zurückgeben muss. Und auch unserer Branche, also seit dem 10. März, wo die Veranstaltungsbranche quasi auf Null gesetzt wurde, sind die Ticketverkäufe zum Beispiel um 99% zurückgegangen. Also 99% ist quasi alles. Und auch jetzt, wir wissen nicht, wann dürfen wir wieder auf Tour, wie wird das sein? Und man muss uns auch ein bisschen einen Vorlauf geben. Da geht es ja, wie wir vorher schon geredet haben, um große Zusammenhänge. Und da kann man nicht einfach sagen, okay, und morgen geht's wieder. Und diese Perspektivlosigkeit, dann bin ich wieder bei uns, wie es mir geht. Mir macht gerade im Moment am meisten diese Perspektivlosigkeit zu schaffen. Dass ich nicht weiß, muss ich nur ein Jahr warten oder drei, oder geht es in 3 Wochen wieder los. Das ist ein sehr schwer auszuhaltender Umstand. Also die große Hoffnung, die wir haben und die halt auch von einigen Expertinnen und Experten getragen wird, ist, dass sich in der zweiten Jahreshälfte die Dinge normalisieren. Und an dem, glaube ich, müssen wir uns irgendwie orientieren. Ja, absolut. Ich hoffe auf die Impfungen, ich hoffe auf die Teststrategien. Ja. Aber es ist klar, der Kulturbetrieb muss wieder hochfahren. Auch im Sportbereich ist einiges zu tun. Und man darf die Leute auch in ihrer Disziplin da auch nicht unterschätzen. Das glaube ich auch. Also ich glaube, da ist es, ich habe so das Gefühl, die Menschen suchen sich die Freiheiten dann dort, wo sie finden dürfen oder manchmal auch abseits des Gesetzes oder halt der Verordnungen, wie auch immer. Und ich glaube halt, je mehr Freiheiten wir legalisieren
umso mehr verteilt sich auch das Risiko und es nimmt ab. Das wäre vielleicht so meine naive Hoffnung, aber wie gesagt, das ist, da spricht eine ganz persönliche Befindlichkeit aus mir. Da traue ich mich nicht, wissenschaftlich von dir zu reden. Nein, aber das passt schon. ich wollte noch dann eher schon zum Schluss noch sagen, wir haben ja da im Dings, in den Zeitgesprächen viele Menschen aus dem politischen Bereich, die da zuschauen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich, und ich sage das allen meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, auch eine Gelegenheit, eine Botschaft anzubringen. Hm. Ja? Ja. Hätten Sie eine für uns? Ich glaube, ich habe meine Botschaft schon ganz gut verpackt. Ja. Also zum einen wünsche ich mir Perspektiven, nicht nur für mich und für meine Branche, sondern ich wünsche mir eine klarere Kommunikation, was eigentlich die Strategie angeht. Ich wünsche mir mehr Menschlichkeit in der Politik. Ich habe das Gefühl, auch jetzt mit unserem geschiedenen Gesundheitsminister, mein Eindruck war, dass da viel Menschlichkeit gegangen ist, auf die ich ungern verzichte. Ich wünsche mir auch Politik, die Fehler zugibt und Konsequenzen daraus ziehen kann, weil ich wünsche mir vor allem Menschen in einer Regierung, die eben ein Fehlerbewusstsein haben und irgendwann auch wissen, da sind wir zu weit gegangen, wir müssen jetzt aufhören. Oder weil diese Vorbildwirkung, die diese Menschen auf uns als Gesellschaft haben, ist nicht zu unterschätzen und dieses sich nach der eigenen Menschlichkeit nach oben ausstrecken, vermisse ich bei manchen. Der Fehler in der Politik muss erlaubt sein. Eben, dass man auch eben den Mehrwert für die Gesellschaft, und damit meine ich für alle in der Gesellschaft, voranstellt vor individuelle oder Kleingruppeninteressen. Ja. Ich finde, da sind wir auf einem ganz schlechten Weg in den letzten Jahren. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass eben zum einen die Bevölkerung natürlich geduldig ist oder großherzig ist mit Menschen, aber ich wünsche mir vor allem, dass die Menschen, die in der Verantwortung stehen und in der Entscheidungsposition, dass die mehr Menschlichkeit zeigen und mehr menschliche Größe. Das lasse ich jetzt so stehen. Ich danke vielmals für das tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen das Beste für die Pläne, dass wir diese Pandemie bald überwunden haben und dass dann in der zweiten Jahreshälfte sozusagen künstlerisch wieder mit Vollgas losgeht und sich alle Projekte realisieren lassen. Und jetzt einmal bei Starmania alles Gute im ORF. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Wiedersehen.